Nicht weit vor den Toren Wiens wird aus vollem Herzen die Leidenschaft für amerikanische Muscle Cars gelebt. Aus 3 Flugzeughangars wurden die Hot Rod Hangars. Unter den großen Gewölben der Flugzeuggaragen steht alles, was den Puls der US-Car-Fans in Wallung geraten lässt. Gemeinsam schaffen die 3 Freunde vom Hot Rod Hangar immer wieder einzigartige Projekte. Ihr letztes weltweit mehrfach preisgekröntes Werk war der liebevoll Volksrotter getaufte Hot Rod auf der Basis eines VW-Brezelkäfers. Der 700 PS Motor wurde nach vorne gesetzt und die Optik erinnert an ein Bonneville-Rekordsversuch-Fahrzeug. Mit dem jüngsten Projekt, das im kommenden Januar Weltpremiere haben wird, geht man im Hot Rod Hangar neue Wege. Ein japanisches Muscle Car, ein Nissan Silvia 180 SX, wird als kampffähiges Driftcar zu neuem Leben erweckt. Ein Neoklassiker, der äußerst selten ist. Unterstützt wird das Projekt durch den schwäbischen Gerätehersteller Festool. Knut Tiroch will mit diesem Beispiel Kunst und Handwerk wieder näher zusammenbringen. Es sollte so sein, dass derjenige, der den Lackierberuf anfängt zu lernen und dann halbwegs begreift, auch sagt, es ist eine kreative Geschichte. Das sollte sich ein bisschen wieder in diese Richtung bewegen, dass man sagt, dass wieder Kunst und Handwerk ein bisschen näher zusammenrückt. Das ist eines der wichtigsten Sachen, denn das hat sich ein bisschen verloren. Früher war das ganz normal. Es war Kunsthandwerk eigentlich normal, weil wenn die früher Kutschen gebaut haben, der hat nicht eine gerade Wand auf die Kutschen drauf machen können und einmal runterlackieren in einer Farbe und das war's. Das hat müssen ein bisschen ausgestattet werden, dort hat er was machen müssen. Also jeder, der ein Handwerk beherrscht hat, musste auch Kunst ausüben. Deswegen hat er das geheißen Kunsthandwerk. Warum nehmen wir so ein Auto her? Wir haben im Hot Rod Hangar einen ausgezeichneten Rennfahrer, der unter anderem auch designtechnisch begabt ist. Wir haben einen Medienmann, der wunderbar reden kann. Und damit ich da und ich mache diese ganze Kreativgeschichte in den Hot Rod Hangar und will das umsetzen. Und was ich mit dem Projekt machen will, ist, dass ich sage, ich möchte einmal Kunst zeigen auf der Autooberfläche in so einer derartigen, extremen Geschichte, dass man sieht, was kann man rausholen, aber es soll nicht kitschig werden. Jede Menge Arbeit steckt im neuen Projekt. Die gesamte Karosserie muss erst einmal durchgehend blank geschliffen werden, damit die erste Farbschicht aus nachtblauem Metalliclack aufgetragen werden konnte. Aktuell bekommt der Wagen sein kraftvolles Design im Firmenfarben von Festool. Oldtimer TV hat die kunstvolle Lackierung begleitet und wird diese demnächst im Detail zeigen. Vorerst bleibt die detailverliebte und extreme Lackierung aber erst einmal bis zur Autozoom-Messe im Januar 2013 verborgen unter einer Decke.